Hallo und herzlich willkommen zu Who Dev Plays. Heute spielen wir wieder No Man's Sky im Permadeath-Modus. Letztes Mal haben wir es ja geschafft, die nächste Galaxie zu erreichen. Wir sind jetzt in Eisentarn. Das ist die Galaxie Nummer 10, wenn ich mich nicht irren tue. Und ja. Jetzt haben wir das Ecolate ewig leben und was haben wir noch, Crit? Muss ich gucken. Gucken wir gleich, sobald ich kann. Im Steam. Und zwar haben wir noch Crit. Moment Sky. Ewig leben und tiefe Luft holen. Erreiche im Überleben-Modus das Zentrum der Galaxie und Permadeath ist erreiche im. Ewig leben ist im Permadeath, erreiche im dauerhaften Tod-Modus das Zentrum der Galaxie. Das haben wir hier freigeschaltet und wir sind jetzt noch auf unserem Planeten. Den haben wir noch gar nicht benannt. So, jetzt haben wir ihn benannt. So. Was war denn hier alles noch kaputt? Ja. Heute müssen wir ja hier so eine Reparatur-Session inlehnen. Aha. Hier scheint alles soweit ganz zu sein. Den Gefahrgut-Schutzhandschuh. Dann hatte ich mein Hauptinventar. Weil ich würde mir noch gerne die Erinnerung freischalten. Herz der Sonne ist dafür nötig. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir das gebaut können. Umhüllter Schatten. Dort raus können wir noosphärische Kugel. Aus noosphärische Kugel machen wir dunkle Materie. Ende der Dämmerung. Also die Symbole sind auch klarer seit dem letzten Update, muss ich sagen. Photischer Jade. Dann Zustandsphase. Dann aus der Zustandsphase müssten wir Nove Regenerat machen. Dafür fehlt uns Emeril. Ja. Dann gucken wir uns einfach mal hier um. Ah ja, wir sind ja verteidigungsunfähig. Wir haben ja gar kein Multitool funktionsfähig. Da müsste man auch mal erstmal ein paar Sachen reparieren. Das sieht schlecht aus. Ich kann mal wenigstens einen Minenlaser hin.
Manipulator, gut, da brauche ich ein Kohlenstoff-Nanorohr, das kann man hin. Upsala. Hier brauche ich zwei Kohlenstoff-Nanorohr. Kohlenstoff-Nanorohr, hermetisches Siegel. Oh, kein Kohlenstoff mehr. Das ist toll. Na, hoffen wir mal, dass wir hier wenigstens Kohlenstoff abbauen können. Also ein Kohlenstoff-Nanorohr und ein hermetisches Siegel. Zwei Glas. Natriumdiode, Kobaltspiegel. Was können wir noch reparieren? Zwei Glas, da haben wir ja jetzt das, ne, haben wir noch nicht. Muss ich erst noch kaufen. Da machen wir uns einfach zwei Glas, was soll das? Kabelbaum. Kabelbäume sind all, ja. Dann bleibt das so weiter erstmal außer Betrieb, die Sachen. Ja, gucken wir mal unser Notrufsignal. Versagener Grenzer. Schiff 16 geleert. Wächter. Neue Iteration generiert. Anomalie-Eindämmung vorbereitet. Übertragung. Übertragung empfangen. Reisenanomalie entdeckt. Anomalie jetzt zügiger. Position verzeichnet. Systemintegritätsscan initialisiert. Jetzt ist es weg. Schädigte Maschinerie. Oh, die Scheibe geht wieder auf. Nanit erhalten. Was haben wir da noch hier alles?
Die Lampen brennen noch. Naja, funktioniert nicht mehr. Nehmen wir doch, warum nicht? Schauen wir uns doch mal um auf dem Planeten, was soll das? Höhere Tiere, aber ich habe noch keine gesehen. Sind auch momentan keine in Scannerreichweite. Ein Gag-System, okay. Nettes Gerät. Oh, hier sind Tiere. Uns mal weiter um.
Opfer. Und noch Platz, ja. Das war jetzt nicht die Riesenamsammlung, aber schon. Naja, ob das danach wirklich in der Luft schwebt. Okay. Das schwebt dann wohl auch in der Luft. Füllt sich das jetzt direkt im Exo-Anzugruf, ja? Nette Sache. Hoppala. Hm.
mir noch Platz für die Wasserstoff, jawohl, 70. Ja, der geht dann direkt ins Hochleistungsinventar. Das ist ja mal eine Verbesserung. Du hast das Gagwort für Liebe gelernt. Ferritstaub bräuchte ich noch 250. Oh, und hier. Das haben wir schon gescannt. Ah, ein laufender Stein. So. Mal auch noch so brauchen.
Na plus. Okay, ist weg. Nichts mehr in Reichweite, so wie es aussieht. Haben wir dann hier noch alles? Emeril und Paraffinum ist knapp. So, was machen wir dann hier mit dem Platz hier? Untersuchungsgerät erforderlich. Ah, ist das, das, das kaputt ist? Was brauchen wir dann da? Kabelbaum, Kobaltspiegel und Natriumdiode. Hm.
Was sollen wir mit mir jetzt machen? Wir bauen hier eine Hütte hin. Basiscomputer. Basis beanspruchen. Struktur, da machen wir was ganz Einfaches hin. Tag. Jetzt brauchen wir Strom. Energie, Solarmodul. So, können wir die dann auch draußen auf das Dach stellen? Von der Hütte da. Ist das dann möglich? Gucken wir mal, wie lang, 2 Minuten sind noch Nacht, okay. Gut, dann hätte ich gerne eine große Raffinerie.
Hier so. So. Und natürlich ein Gateway. Versuchen wir noch hier hin zu quetschen. Fehlende Komponente, 2 Kohlenstoff-Nanorohr. Einmal frei. So läuft das hier. Alles in Betrieb. Alles in Betrieb, ohne was zu verdrahten. Das ist der große Vorteil von den Dingern hier. So gefällt mir das. Verbraucht 46, 250 verfügbar. Ausgezeichnet. Schönes kleines Gerätchen hier. Nur noch ein bisschen Licht dran. Schön, jetzt ist schön. So, wir wollten noch Emeril herstellen. Emeril, so. Mir nicht noch Kupfer im Raumschiff durch. Chromatisches Metall. So, super.
Maritstab haben wir auch ziemlich wenig. Los, machen wir immer real. Ah ja. Derzeit kann man ja mal die Base hochladen. Wo sind wir jetzt? Eisentarm oder so. Muss mal gucken. Jawohl. Basis hochladen. Läuft ja alles. Hier können wir vielleicht Technologiemodule kaufen. Kaufen. 23 Ionen-Akkus hätten die immerhin. Sind wir gut bestückt. 9 Mikroprozessoren würde ich aber noch holen. Ach, die gehen dann nicht direkt ins Frachtinventar. Cadmium ist auch noch knapp. So, wir wollten jetzt noch das Multiwerkzeug reparieren. Natriumdiode, 2-mo, Kobaltspiegel, Ämo. Okay. Kobaltspiegel. Ja. Genau, so, was haben wir noch gebraucht? Ein Salzrefraktor 2-mo, noch 2-mo Natriumdiode. Salzrefraktor. Ein Kabelbaum. Ja, Kabelbäume müssen nur noch shoppen gehen.
Nee, das war ein Marum. Warte mal ab. Nachrichtenmodul, das ist doch nett. Auch nicht möglich, fehlende Komponente. Kohlenstoffmanrohr. Jetzt können wir wenigstens unser Multiwerkzeug hier reparieren. Na, gehen wir nicht. Was war denn das, was wir noch bauen wollten? Zustandsphase. So, und dann? Novere-Generat. Modifizierte Quanten. Herz der Sonne. Und mit dem Herz der Sonne können wir jetzt die Erinnerung einbauen. So, da hätten wir jetzt auch die Erinnerung. Missionsziel abgeschlossen. Okay, wo das Missionsziel? Habe ich nicht bemerkt. Ich gebe es zu. Also fehlt überall nur noch Kabelbaum. Kabelbaum, Kabelbaum, Kabelbaum. So, Cadmium haben wir noch wenig. Cadmium. Chromatisches Metall haben wir auch noch wenig. So, da müssen wir noch eine Nachricht hinterlassen. Hat jetzt falsch geschrieben. Schön, ne?
dreht sich dort innen im Meer. Das haben sie kaputt gepatcht. Kann nicht alles haben. So, Ferritstaub müsste man noch umwandeln. Speichern wir auch keine so schlechte Idee. Nachrichtenmodul. Super. Es grüßt YouTube-Channel-Kanal Rudolf Place. Gut. Funktioniert. Kupfer und Dings haben wir da noch. Ja, das sieht doch vernünftig aus. Was mit ihm hier? Kabelbaum, Kornwachs, Konvergenzwürfel. Ja gut, das war nicht alles gerade nice. So, alles niedergeräumt. Haben wir gemacht. Das Gate können wir noch nicht benutzen. Das heißt, wir speichern und dann machen wir uns hier mal auf den Weg. Jom Woli, Quächter allgegenwärtig. Na, ich habe noch keinen gesehen. Nischt. Pananit kann man immer gebrauchen. Oh, noch ein paar Nanit und hier gibt's hier nicht zu holen.
dann fliegen wir mal hoch in den Weltraum. Deckung müssen wir noch hochladen. Hat er die jetzt mit hochgeladen? Das ist jetzt hier die Frage. Ja, hat er gemacht. 4 von 5 Spezies entdeckt. Dann waren wir ja richtig fleißig. Oh, ich hab doch etwas Leck gehabt. Und wir machen mal die Station aufsuchen. Wir brauchen ja schließlich noch die Kabelbäume. Wo ich aus Versehen auf den Knopf kommen gerade. Es kann Sinn, dass ich einen Cut drin habe. Das war keine Absicht. Oh. Cockpit haben sie auch überarbeitet. Was uns jetzt am meisten interessiert, sind ja erstmal die Technologiemodule, also die Kabelbäume, ne? Zwar, wie viel können wir da dran? Ah, das wissen wir noch nicht. Wollen wir einfach mal 20 kaufen. Oh, die haben nur 10. Gut, dann 10. Zwar wollten wir ja noch unser Multi-Werkzeug reparieren. Da brauchen wir einen Korvax-Konvergenzwürfel. Den will man hier wahrscheinlich kaum erhalten. Da müssen wir ein Korvax-System. Ah, also 35 von denen könnte ich noch holen. Sind aber leider keine mehr da. Jo. Dann hat man noch eine Mission abgeschlossen.
Hui. Schauen wir uns das Multitool mal an. Oh. Ah, Klasse B. Wen hätt's gewundert? Ah, vielleicht gibt's nur noch Kabelbäume. Kaufen Kabelbaum 20, sehr schön. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ein Haufen Loot. Einer von den Kollegas da, der gibt mal bestimmt was. Blitzwerfer-Modul ist, na dann. Kann man verticken. Oh, ein schönes Gerät. So, dann würde ich sagen, für heute haben wir dann erstmal genug. Wir haben heute die Basis errichtet. Und dann gucken wir uns nächstes Mal hier in dem System ein bisschen um. Reparieren noch das eine Modul, das noch kaputt war. Das war. Genau, der Übersetzer. Bräuchte man einen Kovax-Konvergenzwürfel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Rudolf.